Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich hoffe, diesmal klappt alles. Och, ich muss ja ganz kurz schauen. Okay. Ich hoffe, diesmal klappt alles und es ist nicht mehr so schlimm verpixelt. Wie gesagt, ich teste gerade ein neues Aufnahmeprogramm. Und da kann es natürlich passieren, dass einiges noch nicht so klappt. Ich überlege übrigens, in Zukunft mit Facecam aufzunehmen. Aber das ist noch nicht sicher. Da überlege ich eben noch. Weil es natürlich auch ein großer Schritt ist. Okay, lol, das leckt gerade ziemlich. So, gehen wir mal nach oben. Okay, wir haben hier noch nicht genug Leiter. Hier oben könnten wir eigentlich so ein Schlafzimmer machen. Oder ein Gästezimmer. Oder vielleicht zwei Gästezimmer. Also das unterteilen. Ne, und wir brauchen Leiter. Und wir haben noch genug Ding. So. Ja, heute wollte ich übrigens über das Thema reden, warum Minecraft so beliebt ist und warum ich das nicht schlecht finde, dass Minecraft so beliebt ist. Ich schätze mal, also natürlich genau sagen kann ich es jetzt auch nicht, ich glaube, das kann niemand. Aber ich schätze, dass Minecraft so beliebt ist, weil es halt Lego ist ebenfalls so beliebt. Das ist halt so ein Sandkastenspiel, in dem man alle Möglichkeiten hat. Das heißt, du kannst, also erstens mal ist es ein Endlosspiel, ja. Ich schätze mal, dass kein anderes Spiel so beliebt werden kann. Also kein Nicht-Endlos-Spiel. Weil The Witcher 3 zum Beispiel ist ein fantastisches Spiel, ja, mein Lieblingsspiel. Aber irgendwann ist es zu Ende und dann ist es zu Ende. Dann hast du alles gesehen, alle Quests, die Story gemacht und so. Du hast alles gesehen. Dann kannst du es natürlich nochmal durchspielen, was ich sicher auch tun werde, aber ich denke mal, dass die meisten dann schon das Interesse verloren haben. Und ja. Ist das richtig blöd hier zu bauen? Ich gehe wieder runter und baue ein bisschen Stein ab. Ja, und deswegen, es ist erstmal schon ein Endlosspiel. Das heißt, es hat schon mal die Ambitionen, so be beliebt und bekannt zu werden. Und dann hat es halt alle Möglichkeiten. Es war das erste solche Spiel, wo du wirklich alle Möglichkeiten hattest. Also du konntest, wo du halt, keine Ahnung, bauen konntest und. Ist ja richtig viel möglich. Oh, hier geht's raus. Moment. Kann ich gerade nicht skypen, weil ich gerade aufnehme. Ja, und deswegen, das ist das, was ich glaube, dass es so beliebt ist, weil es einfach so bekannt ist. Ich meine, so viele Möglichkeiten bietet. Und das finde ich nicht so schlecht, dass Minecraft an sich beliebt ist. Jetzt viele meckern rum, die ganzen Kiddies und so. Schon, aber es ist ja nicht gegeben, dass da nur Kiddies spielen. Man spielt nun mal Minecraft meistens im Jugendalter und dann findet man es irgendwann nicht mehr so interessant. Oh, ich tue ganz kurz übrigens Musik einmachen. So, wo hatte ich die? Ganz kurz. So, sollte passen. Ja. Und wenn jetzt zum Beispiel ein League of Legends so beliebt wäre wie Minecraft. Also League of Legends ist auf YouTube jetzt, glaube ich, Platz 7. Und Minecraft Platz 1 von den beliebten Spielen. Wenn jetzt ein League of Legends so beliebt wäre, dann wäre YouTube ziemlich eintönig, glaube ich. Weil bei Minecraft gibt es verschiedene Minigames, du kannst bauen, du kannst Mods machen, du kannst Projekte mit anderen machen. Bei League of Legends, gut, da könntest du Wettbewerbe machen. Challenges vielleicht auch.
dann hört schon wieder ziemlich auf. Das Normalspiel natürlich und vielleicht noch Guides und sowas. News. Das wird eigentlich jemals das meiste schon gemacht, was möglich ist. Und bei Minecraft sind halt ziemlich unendlich viele Möglichkeiten. Also, da kannst du immer ein neues Minigame erfinden. Und deswegen finde ich es ganz gut, dass Minecraft so bekannt ist und kein anderes Spiel, wie zum Beispiel selbst The Witcher 3, wäre auch nicht so gut als beliebtes Spiel, weil dann siehst du halt andauernd denselben Durchlauf. Gut, andere Entscheidungen, vielleicht ein, zwei Let's Plays könnte man schon, zwei, drei Let's Plays könnte man schon schauen, aber danach wäre es halt langweilig. Deswegen. Mich fasziniert Minecraft einfach schon ewig. Oh fuck. Schon ewig. Also ich spiele Minecraft jetzt zwar noch nicht so lange, aber schon sehr intensiv auch. Also ich habe Minimum 2000 Spielstunden. Oh man. Gut, wir haben wahrscheinlich hier wieder. Ja, wir haben genug Steine. Mal rauf. Und Essen brauchen wir auch wieder. Übrigens, es tut mir leid, dass eine Folge ausgefallen ist, aber wie gesagt, es gab technische Schwierigkeiten. Die ist halt jetzt, kommt halt am Sonntag und am Montag geht's dann einfach weiter. Das heilt uns nicht mal voll oder frisst uns nicht mal voll. Wir gehen wieder auf Essenssuche. Wird wieder mal Zeit. So. Schauen wir mal. Ich will halt nichts komplett in der Nähe töten, weil wir die noch brauchen werden. Also gehe ich jetzt erstmal ein bisschen. Übrigens, wenn wir sterben, nicht wundern, wir spawnen dann ein bisschen weiter weg, aber da ist eine Druckplatte, dass wir direkt hierher teleportiert werden. Es ist so, weil die Welt ja eine Hauptwelt ist, die ich schon sehr lange habe, und naja, ich wollte den Spawn jetzt nicht versetzen. Wo könnten Tiere sein? Ich glaube, ich habe Keep Inventory nicht drinnen. Ich weiß es jetzt nicht. Das heißt, wir würden halt alles verlieren, was wir bei uns haben, wenn wir sterben, aber wir haben eh nicht viel. Ich bin jetzt nicht der Skiller, der sich da richtig viel Sachen anhäuft. Ich hoffe, die Qualität ist diesmal gut. Ich habe die Codierung einfach mal draufgestellt. Hat bei der Testaufnahme funktioniert. Aber ob es jetzt funktioniert, weiß ich nicht. Hoffe ich mal. Solche Bugs gibt es auch schon ewig in Minecraft. Sonnenblume war das, glaube ich. Ah. Was dann? Wir müssen dann auch mal Pilze einpflanzen irgendwo. Die Höhle wird sich eigentlich ganz gut dafür eignen. Mal schauen, wo wir da rauskommen.
Und dann könnten wir vielleicht ein bisschen farmen, während die Pilze wachsen oder so. Ja, okay, aber ist schon ziemlich weit weg von unserem Zuhause. Also jedes Mal wegen den Pilzen darüber rennen würde ich jetzt nicht. Ja, schauen wir mal. Uff. Flansch. Übrigens, zukünftige Gäste werden dann auch was bauen, zum Beispiel. Also. Das war jetzt eigentlich nur spontan, dass der Reutel letztes Mal dabei war. Vielleicht hätte ich nicht rennen sollen. Können wir uns eine Spitzhacke machen. Irgendwann müssen wir auch mal wieder Eisen farmen gehen. Vielleicht auch für eine Rüstung. So. Ich glaube, was mache ich hier, damit das besser aussieht? Könnte. Hier so. Und das dann mit Treppen so ausgleichen. Ich schau mal, wie das ausschaut. Das ausschaut. Aussieht. Keine Ahnung. Und hoch geht's. Ja, vielleicht sollten wir erstmal schauen, wie der ganze Raum dann überhaupt ausschaut, bevor wir jetzt schon aussieht, bevor wir jetzt schon voreilige Schlüsse ziehen. Dann hier noch so Half Steps. Moment. Übrigens werde ich wahrscheinlich heute, wenn ihr das Ganze schaut, versuchen zu streamen. Minecraft sogar. Allerdings nicht von mir zu Hause aus, das heißt, ich werde wahrscheinlich nicht so gut sein, aber trotzdem. Mit Facecam und allem. Wird nice. Hoffentlich. Vielleicht auch nicht. So. Perfekt. Wie so ein Türmchen. Vielleicht machen wir es noch eins höher, weiß ich nicht. Und ich sehe, das war's auch schon wieder mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao.